Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Und ich habe gerade erfahren, der Bär ist draußen und der rennt durchs Gebäude. Wie kann der denn raus? Der ist doch irgendwo rausgebackt. Der läuft da, wo die Treppe, wo die Tür ist, wo du ihn immer siehst. Ja. Und wo wir rübergebaut haben, ja, zur Treppe. Da fliegt der immer runter. Ah, okay. Ja, dann muss er mal wieder hier reinkommen. Dann kriegt er nämlich nochmal zwischen die Augen. Und vor allen Dingen würde ich dann auch gern mal, wenn die Nacht rum ist, wieder nach Hause, mich leer machen. Hier hat irgendwas kaputt gemacht. Bin am Klopfen, ne? Mhm. Für den Anlocken. Ja. Ich mache mir jetzt ein Loch in der Wand, dass ich gucken kann. Ich höre ihn doch. Was ist da vorbeigehuscht? War das ein Fuß? Darf ich noch eine Fackel einstecken? Nee, aber ich könnte meine machen. Ich kann mir eine Fackel machen, die ich dann da runterschmeiße, damit ich was sehe. Das höre ich nicht mehr. Da, ich höre ihn wieder. Ich kann die Fackel nicht so weit schmeißen. Hallo, Bär. Da ist der Bär. Hier, ja. Ja, er ist tot. Tada! Ja, ich klopf hier. Guck mal, ich muss dir nachher mal angucken. Voll geil. Ich klopf hier. Der Berg hätte mich töten können. Ich komme. Da kommt der nächste. Oh, ich gehe wieder zurück an die Posi. Aber der ist nicht hier. Ich klopfe hier mir eins recht. Ich höre den zweiten, aber. Ja, ich muss mir ein bisschen Platz. Ich kann die leider nicht so weit werfen, das ist blöd. Toll, das hat es jetzt gebracht. Da hätte ich es hingeschmissen, kann ich es hingeschmissen, aber. Hm? Der klopft irgendwo gegen. Die Fackel, wo die hält, weißt du, bei uns in der Höhle an der geraden Wand hält die Fackel nicht, fällt runter. Hier oben an diesem Loch, was hier ist im Dach, da habe ich die Fackel dagegen geschmissen, hängt. Ach, da machst du Licht, hallo, hey. Mhm. Ja, jetzt ist ja Tag, oder? Also jetzt ist ja... Ach, der Bär ist unter mir hier. Ach so. Beschieß ihn. Hallo, geh doch in dieses Loch. Oh. Drei Pfeile. Boah. Ist er hier? Genau unter die. Ja, der ist halt unten drin. Ah ja.
Warte mal. Tot? Ja. Ey, guck mal, meine ganze Pfeile hier. Das letzte Aufbäumen, das hätte mich beinahe erwischt hier oben. Gibt's da was für, wenn man den zerlegt? Ja, den ganz normalen Scheiß, den es sonst auch gibt. XP dafür? Jo. Ein bisschen, ja. Kann ich jetzt rausschmeißen, die Scheiße, ne? Oh ja nicht. Home sweet home, Alabama. So sieht's aus. Verrottet das Fleisch weg, Tschüssikowski, und jetzt ab nach Hause. Du hast wieder geschafft, da drüber zu springen. Warum schaffe ich denn das nicht? Weil du einen Kevin hast. Ah, nee, weil ich noch in der Hocke war. Ich denke, warum hüpft der denn wie so ein Behinderter? Naja, Kevin. So, jetzt wird mein Weihnachtsmann dran glauben müssen. So, aber das ist auch die letzte Aktion, die ich jetzt hier heute Abend mache. Ja. Richtung Heimat leer machen noch ein bisschen und dann... Ja, ich muss mal das Ganze, was wir gemacht haben, was wir hier weggezockt haben, muss ich erstmal rendern und es muss dann hochgeladen werden und. Es dauert eine Weile, das, da wir ja schon mitten in der Nacht haben. Ich muss mal, wie viel Uhr wir haben. 20 nach 12. Geht ja noch. Ist für mich mitten in der Nacht. Gestern bin ich auch erst um 3:30 ins Bett. Also. Oh. Ja, ich habe da ein bisschen noch was getan bei Seven Days. Hab's gesehen. Alles mit der Hand, ne. Jetzt, weißt du, jetzt haben wir heute alles gefunden, was wir brauchen dafür. Aber wann wollen wir denn eigentlich mal wieder World of Tanks Session machen, Kollege? Heute Abend. Morgen Abend. Ja. Ja. Bleibst du denn? Ja, ich habe keine Ausdauer. Bin vollgepackt wie ein Esel. Lauf, Kevin! Was ist mit dir da? Oh, das war ein One-Shot. Ja. Lol. Weil am 19. fängt die Saison wieder an. Die nächste. Ja. Und noch Kisten eins fahren, weißt du? Ja, auch noch. Und die Tagesaufträge dort. Wichtig. Ich bin da durch irgendein Gedärm gelaufen. Mir hängt so ein Dünndarm am Fuß. Warum sieht das so komisch hier aus? Wie soll das denn so komisch aussehen hier? Hier, der Wald. Kannst du da durchgucken? Nein, alles dicht bewachsen. So. Home sweet home, Alabama. Yeah, wir sind gleich da. Komischerweise hat die Loot-Sachen immer noch nicht voll sind wieder, ne? Mhm. Mhm. Wundert mich. Oh, der Baum, ey, der sieht so geil aus, ey. Guck dir mal an hier. Ah ja, es ist ein Baum. Lass Frodo in Ruhe. Jetzt hat der Baum schon einen Namen, oder was? Oh Gott, ey. So, als Strafe, stürze. Ah, ist mir egal. Ich komm. Ich bin zu fett. Wenigstens siehst du es ein. Was? Boah, erstmal die ganze Fressen wegpacken, ey. Ja, hau mal das ganze Fressen weg. Ja, mach ich ja gerade. Nom 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 nom. Da mal wieder Holz reingeschmissen, damit es hier wieder vorwärts geht.
Jetzt alles fressen? Nein, da ist noch ein Bier. So, ich habe Fressen weggepackt. Schön. Schön. So, dann gehe ich ans Essen hier. Hier können wir... Da oben hast du die Münzen hingetan, jetzt... Klar, dass ich nicht sehe. Ja, weil schon... der Stein voll war. Ja. Das meinst du mit Geld? Die Chatons. Nagelpistole tue ich unten hin mit rein. Wo haben wir denn hier Sunny-Scheiße? Da haben wir Sunny-Scheiße. Oh, ja, ich mache noch ein Schild. Warte mal, habe ich noch Nägel? Nee. So. Wie sieht's hier aus? Alter, der ist immer noch dran. Ja, in dem linken war kein Holz mehr drin. Da habe ich jetzt Holz reingeschmissen, wie der damit weitergeht. Ja, guck mal in den Betonmischer rein. Da gucke ich gleich rein. Sekunde, Sekunde, hier sind Shotgun-Munition, 6 Schuss. Die Steinpfeile bleibe ich. Das behalte ich. Federn, 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 Federn. Ich habe hier doch Federn, also geht doch. Hey, hallo, rein. Komm mal hier rein. Dann könnten wir mal noch ein bisschen Schibrit machen. 4200 Sprit. Lass ruhig, lass die Öfen einfach nur... Alter, okay, mit 600. Lass ich den nicht laufen. Nein. 162 ist okay. Bin ein bisschen jetzt hier gemischtes Leder. Hallo? Ach, Leder ist voll, okay. Wir haben jetzt 400 geschmiedetes Eisen. Ja. Nice. So, wenn der Bruchsand durch ist, 10.000, die dann noch ungefähr gefühlte drin sind, kann ich morgen Beton machen. Mhm. Und dann mit den Nagelpistole alles aus Beton hier machen. Ja. Wie mache ich denn Schienen? Schienen. Da fehlt mir Klebeband. Haben wir noch Klebeband irgendwo? Mhm, gemischt. Gemischt. Müsste nur was drin sein. Ja, mache ich mal 3 Schienen. Du hast ja so ein Händchen dafür, dir die Haxen zu brechen. Ja, komm. Guck mal, wo ich auch rumgeklettert bin, ne? Boah, ne. Also jetzt zu viel Schokolade. Da hast du jetzt bestimmt einen ganzen Nikolaus drin geschoben, oder? Ne, einen halben. Ach, Alter. So ein klein. So ein handgroß. Nur. Bin eigentlich nicht. Jetzt gerade hatte ich Heißhunger, oder? Kann auch sein, wenn ich gleich wieder nicht pennen kann, dann ich wohl auf Dings nachher wieder zu. Ach, ich habe noch 11 leere Gläser. Ich habe ja gerade 17 in die Kiste geschmissen, Waffen etc. Da ist Papier. Sehen, wie viel Essen wir jetzt haben? Ich habe es gesehen, ja. Ich hab's gesehen. Abartig. Schön, oder? Abartig geil. Wenig, noch mehr müsste das sein. Mechanical Parts ist in die falsche Kiste. Flasche Wasser behalte ich. Habe ich hier noch Waffen? Hier, Stahlpfeile. Zack. Kommt weg in die Kiste. Kiste. Komm mal die Fackeln. Das kommt hierher. Mein Poncho behalte ich. Der Malerpinsel kommt mal dahin. Ich
kriege mich jetzt erstmal voll, ey. Ich habe gerade mal 40% gehabt. Eine Glasscheibe können wir verbrennen. Können wir einschmelzen. So. Was habe ich hier noch? Das komische Plastik und das komische Rohr. Kommt denn das jetzt auf einmal her? Schreierin. Wir haben es. Das war meine Schreierin. Der Betonmischer hört sich geil an. Ja, und dann mit dem Bruchsand. Nimmst du raus in den Inventar, dann tust du Zementen mit in den Inventar und dann gehst du auf den Mixer, Betonmischer und machst du Beton raus. Ja, nice. So, gut. Ich hätte mich leer gemacht. Ich habe ja vorgearbeitet mit dem Beton. Hast du mal reingeguckt oben? Wo oben? Oben, wo Steine ist. Tausend, 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 zehntausend knapp. Ja, und im zweiten Ofen, rechts hinten der Ofen, da sind auch noch mal paar Tausend am Laufen. Ja. Da mussten wir eigentlich dann mit die Nagelmaschine tack, hin. Ja, was genau willst du denn da tick machen mit den Nägellampen? Hier, die ganze Decke und alles, die Wände. Ach, so stimmt, es muss ja alles Beton sein. Ja. Wenn das ausgehärtet hat, haben die wenigstens 2500 oder 5000. Ja. Wollen wir denn auch hier rundherum den Steinplatten machen, oder? Können wir machen, wenn du willst. Sieht ein bisschen ordentlich aus, ne? Sieht ein bisschen ordentlicher aus und ja. Wenn du die dann noch upgradest, wäre es natürlich auch stabiler wieder. Ja. Obwohl, das muss, der sieht ja schon geil aus, aber... Ja, musst du hier auch machen. Dann lassen wir das Muster so scheiß drauf. Wenn du kaputt geht, geht kaputt. Mein Gott, ey. Na ja, machen wir die Decke. Wenigstens die Decke aus Beton. Ja, und die Blöcke hier, ne? Die ja, Holzblöcke ja, alle. Genau, das hier, die Schießscharten. Und da, das hier machen wir dann mit die... Steintafeln. Ja, der kann... Auftrag erkannt, Auftrag ausführen. Ja, wird gemacht. So, da ist noch 140 Holz drin. Den kannst du brennen lassen. Ja, die lasse ich auch brennen. Außer die Lagerfeuer, die mache ich gleich aus. Ja. So, ist nämlich fertig, das Fleisch und Kleber tue ich noch weg. Fleisch kommt hier rein, Eier kommt hier rein, Kleber kommt wieder bei gemischt rein. Ja, da ist nämlich noch einmal Kleber drin. So. Ja, den habe ich eben angemacht, ja, den hatte ich eben. So, 5 Kleber haben wir, so, und ich lock mich aus. Ja, genau. Ich mich auch hier schön voll... Hier, auf dem Schlafsack, hier, Schlafsack. So. Eins und gute Nacht. Du weißt, dass ich jetzt wieder die Medizindinger benutzen muss? Kannst du auch machen. Einfach auslocken, dann brennst du auch nicht mehr. Nee, ich habe jetzt noch einen Verband benutzt. So. Gesundheit. Ach, Entschuldigung. Jetzt wird's aber hässlich. Jetzt wird's eklig und hässlich, ja. Der Schlafsack gehört einem unbekannten Spieler. Aha, kann ich den dann zerstören und rausschmeißen hier? So, ich sage, wie ich das mal bei dir gemacht habe. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss.